In unserer heutigen Gesellschaft spielt das Aussehen eine imaginäre Rolle. Besonders ein strahlendes Lachen wird von vielen Menschen als äußerst wichtig angesehen. Ein beliebtes Mittel, um das Erscheinungsbild der Zähne zu verbessern, sind Zahnveneers. Diese hauchte ein Viertel in Verblendschalen werden auf die Vorderseite der Zähne aufgeklebt und kann in Zahnfehlstellungen, Wehrfärbungen oder auch la ein Viertel Zähne kaschieren. Wenn es um Zahnveneers geht, denken die meisten Menschen zu einer CHSD an teure Behandlungen in westlichen Ländern wie Europa. Doch mittlerweile hat sich ein neuer Trend entwickelt, immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Viertel eher Zahnveneers aus der Thai-Viertlerkei. Aber lohnt es sich wirklich, für ein Viertel eher gar ein Viertel instigere Zahnveneers in die Thai-Viertlerkei zu reisen, oder sollte man lieber in Europa bleiben? In diesem Video werden wir die Vor- und Nachteile von Zahnveneers in der Thai-Viertlerkei im Vergleich zu Europa genauer unter die Lupe nehmen. Zu einer CHSD einmal ist es wichtig zu erwähnen, dass die Qualität der Zahnveneers in der Thai-Viertlerkei nicht zwangsläufig schlechter ist als in Europa. In der Thai-Viertlerkei gibt es viele hochqualifizierte Zahnärzte, die ein Viertel BER eine ausgezeichnete Ausbildung werfen ein Viertel gehen und mit modernsten Techniken arbeiten. Zudem sind die Materialien, die ein Viertel eher Zahnveneers verwendet werden, in der Regel von hoher Qualität und entsprechen europäischen Standards. Allerdings ist es Essenziel, dass man sich vorab ein Viertel endlich ein Viertel BER die verschiedenen Zahnkliniken informiert und gegebenenfalls auch Referenzen einholt, um sicherzustellen, dass man im guten Hadin ist. Ein großer Vorteil von Zahnveneers in der Thai-Viertlerkei ist natürlich ein Viertlerlich der Preis. In der Regel sind Zahnbehandlungen in der Thai-Viertlerkei deutlich gar ein Viertelinstiger als in Europa, was insbesondere Personen mit einem kleineren Budget entgegenkommt. Man kann dabei bis zu 50% der Kosten im Vergleich zu Europa sparen. Dies ermöglicht es vielen Menschen, sich ihren Traum von einem perfekten Lachen zu erfüllen, der ihnen in Europa vielleicht verwehrt geblieben war. Ein weiterer Pluspunkt von Zahnveneers in der Thai-Viertlerkei ist die kurze Wartezeit. Oftmals sind die Wartezeiten F1-Viertel-R-Termine in thai-viertlerkischen Zahnkliniken deutlich K1-Viertler-zäher als in Europa, sodass man schnell mit der Behandlung beginnen kann. Dies ist insbesondere F1-Viertel-R-Patienten, die unter akuten Zahnproblemen leiden, von großem Vorteil. Ein wichtiger Aspekt, den man bei der Entscheidung F1-Viertel-R-Zahnveneers in der thai-viertlerkei bedenken sollte, ist die Reisekosten. Zwar sind die Behandlungskosten in der Thai-Viertlerkei gar ein Viertel günstiger als in Europa, jedoch kommen noch die Kosten ein Viertel eher Anreise, Unterkunft und Verpflegung hinzu. Man sollte also genau kalkulieren, ob sich die Behandlung in der Thai-Viertlerkei trotz der zusätzlichen Ausgaben immer noch lohnt. Ein Nachteil von Zahnveneers in der Thai-Viertlerkei kann die Sprachbarriere sein. Nicht jeder spricht Thai-Viertlerkisch oder Englisch, sodass die Kommunikation mit dem Zahnarzt möglicherweise erschwert sein kann. Es ist daher ratsam, sich im Vorfeld ein Viertel BER die Sprachkenntnisse des Zahnarztes zu informieren oder gegebenenfalls einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Ein weiterer Nachteil von Zahnveneers in der Thai-Viertlerkei kann die Nachsorge sein. Nach der Behandlung ist es wichtig, regelmäßige Kontrolltermine beim Zahnarzt wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass die Veneers einwandfrei sitzen und keine Komplikationen auftreten. Wenn man in der Thai-Viertlerkei behandelt wurde, kann die Nachsorge möglicherweise schwieriger sein, da man dafür ein Viertel eher extra dorthin reisen muss ein Viertel SST. In Europa hingegen ist man in der Regel schneller bei seinem Zahnarzt und kann bei Bedarf auch kurzfristig vorbeischauen. Insgesamt lässt es sich sagen, dass Zahnveneers in der Thai-Viertlerkei eine gute Alternative zu teuren Behandlungen in Europa sein kann, insbesondere ein Viertel eher Personen mit einem kleineren Budget. Allerdings sollte man sich vorab ein Viertel endlich ein Viertel BER die verschiedenen Zahnkliniken informieren und die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, um die ein Viertel eher sich beste Entscheidung zu treffen. Mit einer guten Planung und Vorbereitung steht einem strahlenden Lachen dank Zahnveneers aus der Thai-Viertlerkei nichts im Wege.